So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier in Chris World bei herrlichstem Wetter. Der Pickup braucht ein kleines Upgrade. Ich bin ja sowieso in der Restaurationsphase mit dem Ding. Der Big Steve, der hat mir ja schon relativ viele Teile neu gemacht, mechanisch, aber einige Sachen kann ich auch selber. Und dazu gehört zum Beispiel die Beplankung hinten der Ladefläche. Nicht der Boden, sondern die Seiten. Ich möchte, wie in so einem normalen Farmtruck auch, um halt auch Ladung wie Heu oder sowas auch höher stapeln zu können, an den Seiten beplanken. Dazu habe ich ein paar Kanthölzer besorgt, dazu habe ich ein paar Bretter besorgt. Die Kanthölzer muss ich jetzt erstmal zurechtschneiden, ausgemessen habe ich schon. Ja? Das heißt, wir haben ja, ich nehme euch mal mit, ist die Ladefläche. So werden die Bretter ungefähr sein, auch in der Länge werde ich sie lassen. Das ist für mich ausreichend ideal, weil der Sperrpunkt liegt ja meistens sowieso vorne. Jetzt weiß ich noch nicht so ganz, ob ich das auch richtig gemessen habe. Ich habe sie bis jetzt auf 55 cm. 55 wäre bis hier. Das heißt, ich habe immer 5 cm Abstand zwischen den Brettern, habe die beiden Bretter eingemessen und die Tiefe so tief, wie das hier geht. Ich werde das mit dem Bolzen dann fixieren. Das Gute ist, sowas habe ich natürlich nicht ausgemessen, bevor ich in den Laden gehe. Nein, das mache ich natürlich danach. Ja, ich gehe immer in den Laden, gucke mir das an und denke mir so, ja, das wird schon passen. Ja, die Fraktion bin ich. Und komme dann nach Hause und passt natürlich nicht. Die Löcher hier, das Maß, das gibt es im Baumarkt so nicht. Also ich stelle es mir cool vor. Ich kenne die 71er C10-Reihe nicht mit einer Holzbeplankung. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Weil viele, die aber auch nicht mehr aktiv, also weil es halt ein Oldtimer ist, auch nicht mehr aktiv nutzen, um damit irgendwelche Ladungen zu fahren, sondern wirklich nur für Show and Shine. Und weil die schönen Grüße an Trickwe, der auch so mal sagt, das Auto darf auch mal in Rente gehen, das musst du nicht mehr so scheuchen. Doch, das ist ein Pickup, muss aber schleppen können. Wir haben ja extra auch ein neues Fahrwerk reingezimmert, damit das zulässige Gesamtgewicht für die Zuladung erhöht ist. Wir durften vorher tatsächlich nur 600 Kilogramm laden. Was Quatsch, wie hast du so eine riesen Ladefläche, darfst du 600 Kilo aufpacken, darfst dafür aber 3 Tonnen ziehen. Jetzt mit dem neuen Fahrwerk ist das Gesamtgewicht ein bisschen erhöht, sodass man dann auch mal tatsächlich Frivili wieder zurück in den Ozean bringen kann oder so. Je nachdem, was für Aufträge man so bekommt. Wir brauchen also 4 Pfosten, a 55 cm, angezeichnet habe ich das schon, sehen wir klein, tschüss. Das sind unsere 4 Stützstreben, die wir halt brauchen werden. Die müssen wir jetzt hier unten noch ausfräsen, damit die passen. Ich schleife das einfach mit der Flex runter, ist mir egal. Vielleicht wird es auch Sinn machen, wenn ich mir vorher mal kurz das Maß nehme, wie breit ich den überhaupt schleifen muss. 4,5 mal 5,5. Hier und hier. Fast. Bisschen noch. Geht auch. So, ist er drin. So, jetzt kommt er noch ein Bolzen gegen, damit das ja nicht wackelt und dann ist gut. So. Der letzte. Passt. Es ist staubig. Staubige Angelegenheit. Klopft doch an den Augen. Ich habe auch keine Brille aufgehabt oder so. Jetzt öle ich alles. Und kann das einwirken bis morgen. Und dann kann es verschraubt werden. Ja, ich weiß, das ist nicht die geile Methode, mit der man vielleicht Holz bearbeiten soll, mit der scheiß Flex. Aber das ist alles, was ich habe. Naja, ich weiß mir halt zu helfen. Irgendwie. Und ich wollte es selber machen und kein machen lassen. Also, wenn du meinst, du kannst das besser als ich, dann komm doch her und bring's mir bei. Pinsel, Farbe, Öl. Das ist ja unser Öl. Und bei dem Ölen ist Folgendes zu beachten. Wir haben jetzt ja hier ein Leinöl, ein Firnis Leinöl. Ist lösemittelfrei. Und wenn ich eins weiß über Öl oder glaube zu wissen, ist, du kannst das Pinseln, hast du nicht alles schön. Und das überflüssige Öl sollst du ja mit einem Baumwolltuch hier wegmachen. Ne? Hier, du musst ein weißes Baumwolltuch nehmen mit rosa Rüschen. Das ist ganz wichtig. Ja, sonst scheiße. Weil wenn du das überschüssige Öl, das ist so nach 30 Minuten glänzt das.
auf der Oberfläche. Und wenn du das aber nicht wegmachst, dann dauert das ewig lange, bis das trocknet und bleibt lange klebrig und scheiße. Und lange klebrig und draußen trocknen heißt, du hast dann einfach ein scheiß Viehzeug dran oder was weiß ich, das bist du aus. Also musst du es abmachen. Wenn du aber dieses Öl in diesem wunderschönen Rüschentuch hast, Baumwolltuch, pack es nicht in die Werkstatt oder sowas, denn Öl und Baumwolle und so kann reagieren miteinander und sich entzünden. Also pack es irgendwo hin, wo es brennen kann. Egal, ja. Also ich hänge es nachher über die Feuertonne und dann ist gut. Das ist wichtig, ja. Weißes Tuch, rosa Rüschen, Öl zusammen, kann sich entzünden. Muss nicht, kann. Schütteln nicht vergessen. So, macht schön dünn. So sehen sie eingeölt aus, ne? Ich nehme bewusst Leinöl, weil es halt für Laien. Ich sollte Witzeschreiber werden für Oliver Pocher oder so. Dann ist der vielleicht auch mal lustig. So, einen wunderschönen guten Morgen hier an Tag 2. Wie ihr seht, ich habe das Auto schon voll beladen. Ich hatte ja, musste ja ein bisschen Trocknungszeit einplanen. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz trocken. Ich werde es aber trotzdem montieren, da ich das Auto heute brauche. Zwar hatte ich eigentlich vorgehabt, mit dem Jeep, mit dem da, nach Ahrweiler zu fahren. Das Katastrophengebiet, dort bin ich eingeladen, beim Kochen zu unterstützen und werde dort meine Hilfe anbieten. Ihr seid herzlich eingeladen, das auch zu tun, auch in den folgenden Monaten. Dort wird es genug Arbeit geben, die auch nicht nur jetzt, kurz nach der Katastrophe, zu bewältigen ist, sondern auch in den nächsten Monaten und das am besten alles noch vor dem Winter, damit dort die Leute wieder einigermaßen leben können. So, also, jetzt schnell noch das Gerüst drauf. Das ist ja, müsste nur noch verschrauben eigentlich, kann ja nicht so schwer sein. Und dann, ja, die Reisetasche noch eingepackt und dann kann das losgehen. Ich wollte ja auch noch einen zweiten Anstrich drüber machen. Mache ich denn, wenn ich wiederkomme? Dann nehmen wir das nochmal auseinander. Wie gesagt, war nicht geplant, mit dem Auto zu fahren. Aber ich krieg den ganzen Scheiß sonst nicht mit. Perfekt. Perfekt. Von der anderen Seite passt dann perfekt die Mutter dagegen. Und dann ist das Thema safe. Dann habe ich tatsächlich mal irgendwas hingekriegt, was auch funktionieren soll. So, das haben wir. Geil, so ein Brett mit nassem Öl nochmal den Dreck füllen. Das ist geil. So, das war's. Fertig. Ich habe jetzt das schnell zusammengeschraubt. Das war jetzt nicht weiter schwer. Ich habe überall zwei Schrauben reingejagt. Fertig aus Mickey Maus. Ja, so sieht es im Endeffekt aus. Das soll mir dabei ein bisschen helfen, Sachen höher lagern zu können. Wir montieren das alles nochmal ab. Dann werden die hier noch rund ausgeschnitten. Schaffe ich jetzt auf die Schnelle leider nicht. Machen wir ein andermal. Ja, genauso wie der zweite Anstrich. Den machen wir dann auch, wenn wir wiederkommen. Egal. Für jetzt, für die Zwecke wird es reichen. Ich werde mal sehen, vielleicht können wir das Fahrzeug dort auch divers nutzen. Ich habe ganz oft gelesen, dass halt Transportmöglichkeiten fehlen. Es fehlen Ladeflächen, die auch Flaschen, Schutt und so weiter wegkarren können. Auch deswegen die Entscheidung auf dem Pickup. Müssen wir mal gucken. Zur Not werde ich hier drüber eine Plane spannen und dann habe ich mein Zelt. Ja? Dann kommt das Feldbett hin auf die Ladefläche und dann hast du rein theoretisch ein Bettchen. Eine Bude. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis demnächst. Tschüss.